Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Fußball-WM und damit zum Orakel mit der Wilma. Und heute werden spielen Schweiz gegen Ecuador, Frankreich gegen Honduras und Argentinien gegen Bosnien und Herzegowina. Mal sehen, wie das so ausgeht, und wir fangen direkt mit Schweiz gegen Ecuador an. Und ja, ich würde sagen, alles ist bereit und wir legen los. Da ist Wilma, sie ist immer noch da, noch nicht eingeschlafen oder so. Wurde auch noch nicht abgeschlachtet, die brauchen wir ja noch. Und ja, guckt noch mal ein bisschen in ihrer Kabine in der Gegend rumrum. Ach genau, den Timer wollte ich noch ein bisschen ändern. Das mache ich, glaube ich, gleich. Was war das? Ein Moment. Ah, nee. Warum minimiert? Okay, machen wir weiter. Tut mir leid. Aber jetzt können wir das Orakel auch nicht mehr anhalten, das wäre sonst ein bisschen doof. Okay, Wilma steht da immer noch rum. Passiert nichts. 35, oh, das hat mich jetzt ein bisschen. Gleich geht's in die Halbzeit rein. Nur noch 4 Minuten und dann ist jetzt auch Halbzeit und es geht wieder in die zweite Halbzeit. Wilma kommt jetzt langsam raus und geht in Richtung Ecuador, so wie es aussieht. Jawohl, sie kämpft noch ein bisschen gegen die Strömung, aber wird es letztendlich schaffen. Und Ecuador in der 56. Minute das 1 zu 0, beziehungsweise 0 zu 1. Eine Stunde ist jetzt gespielt. Was macht Wilma als nächstes? Sie bewegt sich schon mal ein bisschen, bewegt sich immer noch ein bisschen. Was hat sie vor? 73 Minuten sind gespielt. Los, Wilma. 0 zu 1, bleibt es dabei? 82. Minute, nur noch ein paar Minuten, um sich umzuentscheiden. Na, sie dreht sich, sie dreht sich. Ah, aber sie legt keinen Sprint mehr ein. So viel steht schon mal fest. Und damit ist das erste Spiel des vierten Spieltages vorbei. Und Ecuador gewinnt mit 0 zu 1. Okay, dann geht's jetzt gleich zum nächsten Spiel. Bis gleich. Und da sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Ich hoffe, es gibt nicht wieder so eine technische Störung. Und ich habe jetzt da den Timer ein bisschen geändert. Red mal Deutsch, Donji. Ich habe den Timer ein bisschen geändert und mal sehen, ob das jetzt was bringt. Aber fangen wir erstmal an mit dem Spiel. Klappe ist offen und Wilma kann jetzt hier schön weitermachen. Okay, mal sehen. Sie geht schon jetzt schon mal raus. Okay. Sieht besser aus mit dem Timer, ne? Und geht in Richtung Frankreich. Ich dachte zuerst, sie würde in Richtung Honduras. Ah, sie bleibt kurz vorher stehen. Dreht sich zurück. Interessant. Mal sehen, was sie vorhat. Jetzt geht sie in Richtung Honduras. Oh, und Honduras schießt in der 28. Minute das erste Tor. Okay, sehr interessante Entscheidung, Wilma. Gegen Frankreich. Jetzt geht sie aber in Richtung Frankreich. Jetzt, oh, sie geht, sie geht, sie geht. Und das war es, der Ausgleich. Ja, es war der Ausgleich in der 40. Minute, glaube ich. Aber direkt wieder Honduras. Kurz vor der Halbzeit. Das 1 zu 2. Alter, was geht denn jetzt ab? Das, der Ausgleich von Frankreich in der 53. Minute. Okay, 2 zu 2. Das ist aber interessant. Okay, jetzt bleibt sie mal ein bisschen stehen. Kann wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ist ja insgesamt noch gar nicht gelaufen. Hin und her gesprintet hier. 2 zu 2. Das ist mein Ergebnis. Wenn das auch noch zutreffen würde. Das, okay, warten wir mal ab. 80 Minuten vorbei. Nicht mehr viel Zeit für Wilma, um noch was zu machen. Okay, es bleibt also beim 2 zu 2. Ah, jetzt bleibt der Timer auch bei 90 Minuten genau stehen. Sehr schön. Okay, dann geht's jetzt zum nächsten Spiel. Bis gleich. Und das letzte Spiel für diesen Tag ist Argentinien gegen Bosnien und Herzegowina. Und wir fangen direkt an. Mal sehen, was Wilma jetzt macht. Ob sie wieder so hin und her rennt oder nicht. Okay, diesmal überlegt sie wahrscheinlich noch ein bisschen. Vielleicht muss sie sich auch noch ein bisschen erholen. So wie die vorne rumgehetzt ist. Mal schauen, was sie macht. Sie steht da und wartet. Interessant. Sehr interessant. Okay.
26 Minuten sind gespielt, immer noch kein Tor in dieser Partie gefallen. Auch nach 35 Minuten noch nicht. Okay, diesmal macht sie es ein bisschen spannender. Beziehungsweise das eine Spiel vorhin war ja auch spannend. Sie wartet noch ein bisschen, überlegt noch ein bisschen gründlich, wie es ausgehen könnte. Zweite Halbzeit hat gerade angefangen. Und Wilma hat noch nichts gemacht. Los, Wilma. Eine Stunde gleich gespielt. Und im. Ah, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Sieht so aus, als würde sie Richtung Argentinien wollen. Ja, in der Tat. Und da ist das 1:0 in der 71. Minute für Argentinien. Jetzt geht sie aber Richtung Bosnien-Herzegowina. Ist das der Ausgleich? Nein, sie bleibt kurz vorher stehen. 80 Minuten. 81. 82. Oh, das wird knapp. Und das Spiel ist vorbei. Ja, okay, sie wollte doch nicht dahin. 1:0 ist es ausgegangen. Tja, bringt auch nichts mehr jetzt drauf zu gehen, denn da ist eine Sperre drinne, Wilma. Tja, 1:0 für Argentinien, also 0:1 für Schweiz gegen Ecuador, also für Ecuador und 2:2 im Spiel Frankreich gegen Honduras. Mal sehen, wie es ausgehen wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vergesst bitte nicht zu bewerten und zu kommentieren. Also in die Kommentare könnt ihr wie immer euren Tipp schreiben oder irgendwas anderes, je nachdem, wozu ihr Lust habt. Und vergesst nicht, ein Downy-T-Shirt zu kaufen. Psst! Werbung! Werbung! Okay, bis morgen, bis zum fünften Spieltag.